Hallo und herzlich willkommen im Nerdzeitalter. Wie ihr seht, sind wir hier in Stardeus und es hat ein großes Update gekriegt und damit dachte ich, hey, es ist an der Zeit für den Sven, dieses Spiel mal ordentlich für euch anzuzocken und sich das genau mal anzuschauen, um euch das vielleicht auch in euren, ja, in eure Wunschliste zu zaubern auf Steam und da einfach mal zu schauen, ob das vielleicht auch was für euch ist. Über einen Kommentar unten würde ich mich natürlich freuen, ob ihr euch das geholt habt. Und wir fangen mit dem Hauptszenario an und das checken wir diesmal, ich würde sagen, mal so auf Herz und Nieren. So, und dann starten wir das Spiel mal. So, hier können wir jetzt den Spielnamen machen. Das ist Nerdtopia. So, hier machen wir mal zufällig. So, genau, das ist quasi, der sieht, macht, was das für eine Schiffsgröße und wie das aussieht. Und wir können hier die Leute umbenennen. Also das sind jetzt tatsächlich keine Leute, sondern das sind unsere Roboter, die wir haben. Genau, zwei Frachtdrohnen, eine normale Drohne und einen Roboter. Und mit uns erwachen natürlich auch noch weitere Kolonisten in der Geschichte. Nämlich Lionel und Aurora, die sind menschlich. Und deren Kuschelschwein. Deren Kuschelschwein ist auch da. Und wie ihr seht, es ist ein bisschen wie bei RimWorld zum Beispiel. Da haben wir hier unterschiedliche Jobs, die erledigen können. Und wie gut sie darin sind und ob sie Dinge überhaupt tun möchten. Ja. So. Ja, und die können zum Beispiel schon weniger. Und die Menschen können natürlich mehr. So. Jetzt gucke ich direkt mal in den Chat, ob jemand die Aktion auslöst, Teil des Spiels werden zu wollen. Und derweil gucken wir uns mal unsere Leute genauer an. Also der Roboter. Ah, okay, der Fanti. Der Fanti will schon mal auf jeden Fall Teil des Spiels werden. Sag mal, wer du werden möchtest. Also, Jet war Terrorist, sowohl als in seiner Kindheit, als auch als junger Erwachsener. Okay, ein Terroristenroboter, okay. Die Drohne war Sklave. Die Frachtdrohne... Ja, okay, die war wohl nicht besonders erfolgreich als Suicide Bomber, darf ich das sagen? Oh, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich wird das Spiel direkt gleich mal demonetarisiert auf YouTube. War auch wieder Terrorist, danach hat man Tests an ihm durchgeführt und er ist zur Nanny geworden. Abgesehen davon ist die Drohne in im Retirement. Und diese Drohne ist komplett neu. Die ist ein Petbot, also ein Spielzeug, eine Spielzeugdrohne. Okay, also gut, na da kommen sie doch der Reihe nach rein. Hier, okay, dann benennen wir mal hier den Chat um. Ändern. Dann ist das jetzt hier der Blaschenpfand. Okay. Dann wird das hier umbenannt. Ändern. Ach, du wolltest Talk sein? Okay. Gut, dann wirst du Talk ändern. So. Dann ändern wir das hier nochmal. Dann wird das jetzt der... jetzt muss ich das abschreiben. Okay. So. Das passt auch besser. So. So. Warum hat das nicht funktioniert? Umbenennen. Dann, das wird jetzt Talk. Nee, beziehungsweise das wird nicht Talk, sondern das wird Random. Random. So.
Ruhe. Ja. So. Okay. Und dann wird diese Frachtdrohne wird zu Schnappant. So. Ja, ist richtig geschrieben. Sehr gut. Okay. Okay. Und einfach nur, weil er vorhin frech war, wird das hier der Angrolsch. So. Okay. Gut, damit haben wir die auf jeden Fall schon mal umbenannt. Also, der kann gut abreisen, der hat ein bisschen was auf Expedition, ziemlich viel auf Konstruktion, gutes Mining, reparieren kann er auch, Robotics kann er und Shooting kann er. Also der ist tatsächlich so alles in allem ganz gut. Der wird definitiv unser Reparaturspezialist, die Drohne. Die werden viel transportieren und werden in den Nahkampf gehen. Jawohl, genau. Und diese beiden Menschen, das wird ein Teil davon, dass wir die retten müssen. Hallo Matti, schön, dass du da bist. Tausche A und L. Was? Ah, ja, das ändern. Ups. Okay. Danke für den Hinweis. So, genau. Geschichtengenerator. Wir machen ausgeglichen. Schwierigkeitsgrad. Wir nehmen ausgewogen. Und wir nehmen jederzeit speichern und laden. Wär doch doof, wenn wir hier einfach so rausgeworfen werden würden, ne? Also gerade, wenn wir das ganze Ding antesten wollen. So. Und damit gehen wir hier auf Embark. Die Erde ist untergegangen. Die Überlebenden durchstreifen das Universum auf der Suche nach einer neuen Heimat. Du hältst Winterschlaf in Nordtopia, einem Archenschiff, das mit einer fortschrittlichen KI ausgestattet ist, die die Kolonisten aufwecken wird, nachdem eine Basis auf einem bewohnbaren Planeten errichtet wurde. Hochladen des neuronalen Netzwerks auf den Host. Deaktiviere I.O., um den anfänglichen Schock zu reduzieren. Aktiviere visuelle Eingabe in 3, 2, 1. Sei gegrüßt, Kolonist. Ich bin Ship OS. Eine künstliche Intelligenz, die das Schiff kontrolliert. Es gab eine katastrophale Fehlfunktion, die ein Hochladen menschlichen Bewusstseins auslöste. Du wurdest als das am besten kompatible überlebende Subjekt ausgewählt. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Dies ist der Schiffscomputer, der unser neuronales Netzwerk beherbergt. Versuche dieses Gerät um jeden Preis zu erhalten. Es sei denn, es verstößt gegen Asimovs erstes Gesetz. Ein Roboter darf einen Menschen nicht verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass ein Mensch zu Schaden kommt. Es sieht aus, als hätte jemand überlebt. Wir sollten diese Kolonisten im Auge behalten. Wenn wir einige Gerätschaften instand setzen und dorthin transportieren, könnte sie das länger am Leben halten. Es gibt 7, 9, 6 weitere Überlebende, die sich in der Stasekammer im Ruhezustand befinden. Aber die Lebenserhaltungssysteme werden instabil werden, wenn wir die Energie nicht wiederherstellen. Fehlfunktionierende Kapseln werden vorzeitige Aufwachergebnisse auslösen. Um die Verluste zu minimieren, müssen wir das Ökosystem um diese Bereiche wieder aufbauen. Wenn wir Brückensteuerung und Schubdüsen bauen, könnten wir zu nahegelegenen Planeten reisen und dieses Schiff für Bergbauexpeditionen nutzen. Es würde uns erlauben, einen Ressourcenverarbeitungsprozess aufzubauen und wichtige Materialien für den Wiederaufbau unseres Schiffs zu produzieren. Es scheint mehr Trümmer in der Nähe zu geben. Wir sollten sie anfliegen können, sobald wir unsere Raumfahrttauglichkeit wiederhergestellt haben. Die Einführung ist nun abgeschlossen. Ich danke dir für deine Geduld
Um dir weiterhin das Lernen zu ermöglichen, empfehle ich dringlichst im Betriebshandbuch des Codex Overlays zu stöbern. Ich werde gelegentlich Ratschläge erteilen, wenn bestimmte Aktionen angebracht sind. Behalte die Ereignisliste im Auge. Vollständige Freigabe erteilt. Viel Glück. Ja, danke KI. Ja, Dankeschön. Wir erhalten eine neue Mission. Stelle eine Ladestation zur Verfügung. Dafür kriegen wir einfache Datoiden. Das sind tatsächlich so... das sind Forschungsressourcen, genau. Das sind quasi Datenbehälter, Datenkrypten, mit denen wir dann quasi forschen können. Wir gehen auf OK, wir gehen mal auf Pause und wir gucken mal, ob wir... das ist Rex, das ist Jameson. Hier ist ja noch... Genau. So. Es hat gerade jemand noch was eingelöst. So, das nutzen wir natürlich. So. Ist das für dich okay, Hansi? Hihi. Du kannst mich gerade nicht lachen sehen. Aber das machen wir mal. Also, unsere vordringlichste Aufgabe wird sein, das Kuschelschwein zu beschützen. Um jeden Preis. So. Okay. Dann, nachdem wir hier das... Nein, das ist noch nicht umbenannt. Ändern. Okay. Das lässt sich nicht umbenennen. Oh, gehen wir nochmal... Doch, es ist umbenannt. So. Ha! Okay. So. Wir sollen eine Ladestation zur Verfügung stellen. Das jetzt quasi, ihr merkt, Leute, es sind ganz, ganz viele Overlays, die auch tatsächlich bewegbar sind und wo wir immer mehr Informationen kriegen. Rechtsklick macht immer alles weg. Und wir müssen erstmal eine Ladestation bauen. Das ist die Reparaturstation. Wir nehmen die Ladestation. Genau, machen wir hier hin. Und wenn wir was laden wollen, brauchen wir ja auch Strom dafür, Leute. Das heißt, wir gehen hier drauf und sagen einen Materiereaktor. Halt, Q war es nicht. Rechte Maustaste war es auch nicht, entschuldigt. Ich muss gerade mal gucken. R war's. Genau, mit R können wir rotieren. Dann machen wir das doch mal direkt so. Und dann brauchen wir Stromanschlüsse. Ihr seht, die haben eine Reichweite und die haben eine maximale Anzahl von Anschlüssen. Deswegen machen wir das so. Damit haben wir erstmal rundherum genügend Platz, um Dinge anzuschließen. Dann können wir hier laufen lassen. Und jetzt kommen hier die Dröhnchen. Jetzt kommen hier die Dröhnchen und machen Dinge. So, mal schnell ein kleines Schlückchen trinken. So, da haben wir auch noch eine Batterie, die muss nur angeschlossen werden. Dann gibt die ihren Strom ab. Es ist sehr entspannt. Es hat sehr viel Wuselfaktor. So, ich mache hier gerade mal meine Ringleuchte aus. Die brauche ich ja gerade nicht, weil ihr seht mich ja gar nicht. Und dann gucke ich tatsächlich nicht ins Helle auf den dunklen Bildschirm. So, da wird jetzt der erste Stromanschluss gebaut. Und damit könnten wir bereits das hier halt so rummachen. Nicht? Wieso nicht? Das geht doch sonst. Naja, okay. Ach so. Das war's. Wir können das hier erst kontrollieren,
wenn das hier mit unserem Computerkern verbunden ist. Das geht noch nicht. Jetzt kriegt der Datenkern erstmal Strom. So. Okay, das finde ich jetzt sehr uncool, dass unsere Roboter hier reingehen und unsere Leute hier irgendwie Sauerstoff verlieren. Das ist sehr, sehr, sehr uncool. Mhm. Das können wir uns übrigens auch anzeigen lassen. Wenn die hier durchgehen, durch diese Türen, dann entweicht hier tatsächlich Sauerstoff. Temperatur können wir uns auch angucken. Ja, ist nur hier angenehm. Hier hinten, wo er gerade schläft. 2,4 Grad. Naja, okay, vielleicht mag er es ja kalt. So, dann verbinden wir jetzt mal das hier. Das hier. So, und so. Und wir können von hier aus natürlich sagen, bitte diese Tür hier verbinden. So, damit geht nämlich automatisch die Tür auch wieder zu. So, jetzt sollen wir mit der Forschung beginnen. Aber wir produzieren ja noch gar keinen Strom. Das müssen wir hier nämlich noch einstellen. Und zwar wollen wir... vollständig aufgebaut. Genau, das ist alles angeschlossen. Wir haben noch keine Verbesserungsmodule. Da gibt es bestimmt welche auf der Karte, zumindest einer. Und wir sagen jetzt mal, okay, wir verbrennen Stahlplatten. Jawohl, das ist nämlich ein Materiereaktor. So. Hallo Zockerhasi, Hallöchen. Schön, dass du da bist. So, als nächstes sollen wir die Forschung beginnen. Und das wird hier tatsächlich ziemlich gut erklärt. Wir brauchen EDV, Datoiden-Lader. So, gehen wir hier hin. EDV, Datoiden-Lader. Und den können wir nur direkt hier ransetzen. So. Was bist du? Ah, du bist der Spacesuit. Das heißt, dich nehmen wir gleich und sagen mal bitte umsetzen. Ja, von unserem Schiff ist nicht mehr so viel übrig geblieben. So, bitte hier hinbringen. Und das ist das erste und das ist das zweite. Genau, der Space Helmet. Den bitte auch umsetzen. So. Er kommt bitte hier hin. Dann kann sich nämlich bereits einer den Space Helmet anziehen und kann dann Dinge tun. So. Okay. Jetzt haben wir den Datenloader gebaut. Jetzt müssen wir eine Forschung beginnen. Jetzt muss ich gucken, wo war denn die Forschung? Nee, das ist reparieren. Genau, das haben wir erledigt. Forschung bereit zum Freischalten. So. Wir haben nämlich Datoiden und guckt mal, Leute. Das ist der Forschungsbaum. In diesem Early Access. So. Die lilanen sind freigeschaltet. Und ich würde sagen, Lebensmittelproduktion oder Hygiene. Montage oder Weben. Wir werden Montage wahrscheinlich nehmen gleich, ja. Beginnen wir mit der Montage. So.
Genau. Und damit haben wir direkt wieder der Forschung fehlen Ressourcen. Nö, ist freigeschaltet, genau. Genau, wir haben übrigens auch Festplattenspeicher. Wir müssen später Festplatten bauen. So. Okay, hier haben wir jede Menge Kupferplatten. Wir haben Kolonisten. So, warum ist das jetzt gerade nicht durchgegangen? Taja forscht, ja. Eine Forschung, was fehlt denn noch? Ach, wir brauchen noch einen Datenernter und einen. Doch, einen Datenernter brauchen wir noch. So. Ein einfacher Datenernter, den setzen wir hier hin. Nicht vergessen, hier wird mit R gedreht. Boah. In der Zeit können wir eigentlich auch noch hier was weiteres bauen. Hier unter Strom. Hier noch einen Anschluss direkt setzen. So, wo waren denn nochmal? Die waren hier unten. Oh, ist das ungemütlich. Wo ist das ungemütlich? Das ordentlich abzuschirmen und hier Sauerstoff reinzubringen, wird nicht so einfach. Könntest du bitte. Okay, hier sehen wir nämlich, wie gerade der Sauerstoff entweicht. Weil der Meinung ist, er muss in der Tür stehen, während er baut. Okay, kann ich dich hierhin irgendwie. Nee. Ich möchte bitte. Gut. Dann ziehen wir dich schon mal hier rüber. Jetzt haben wir hier nur noch einen Platz frei. Und jetzt können wir all diese Dinge hier anschließen. So. Genau, das sieht doch gut aus, Leute. Dann können wir auch. Nee, das wollen wir nicht anschließen. Wir schließen das an und wir schließen das an. So, damit haben die Dings hier. Okay, Flaschenpfand, was machst du da? Tü-tü-tü-tü-tü. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an mit hier der Forschung. Du verbindest bitte das hier. So. Jetzt müssen hier Dinge getan werden. Genau, nicht konfiguriert. Genau, das müssen wir nämlich immer konfigurieren. Wir wollen einfache Datoiden herstellen und sagen hier dann direkt, ja, 15 auf Vorrat ist schon mal eine gute Idee. So. Und da ist der Flaschenpfand auch tatsächlich schon hier. So. Okay. Was bist du? Protein. Okay. Du bist die Heizung. Sauerstoffpumpe. Sehr gut. So. Mal schnell gucken. Oh, hier wäre tatsächlich noch eine Schlafkapsel. Die werden wir mal umsetzen. Und zwar setzen wir die, die müsste nach unten sein. Wir gucken mal ganz kurz. Jawohl, okay. Das heißt, die können wir tatsächlich so hier hinsetzen. So. Haben wir nämlich schon zwei Schlafplätze, was gut ist. Und ja, es wäre ganz schön, wenn wir hier Wasser.
Was haben wir denn hier? Ein Handwerkstisch. Den setzen wir auch gleich mal um. Dann müssen wir den nämlich nicht bauen. Und die Menschen sind beim Herstellen tatsächlich besser. So, dann würde ich sagen, ja, hier ist doof. Dann setzen wir es hier hin. Hoch. Nein. So, dich hier bitte. Umsetzen. So, und dann setzen wir dich hier hin. So, Mission abgeschlossen. Beginne Forschung. Einfacher Datoid 10 und Tech-Datoiden haben wir 5 gekriegt. Und jetzt sollten wir, binde die Stasekammer ans Stromnetz an. Okay. Ja, da kommen gerade die ganzen Missionen rein. Okay, es gibt hier eine Reaktoreffizienzverbesserung. Die müssen wir gleich suchen. So, ich möchte tatsächlich als erstes, wir gucken mal hier, Grundlagenforschung, das haben wir alles freigeschaltet. So, hier Wohnräume, Innenraumbeleuchtung, die Winde bräuchten wir. Wie viele haben wir? Wir haben 15 Datoiden. Dafür brauchen wir 5. Und du bist die Lageeinheit, du kostet 6. So, okay. Und dann können wir hier noch, das Laufband wollen wir gerade noch nicht, wir schalten noch die Hygiene frei. Damit machen wir nämlich gleich nochmal, du bist, ach, verstärkter Boden beleuchtet. Okay, oh nice. Hier sagen wir jetzt mal bitte reparieren und auch dich hier bitte reparieren. Und dich hier schließen wir mal. Dich schließen wir mal an. So, wenn das nämlich repariert ist, können wir dann hier sagen, bitte produziere Dinge. So. Dann werden wir als nächstes hier Boden bauen. So, dich hier hin. Genau. So, und hier können wir eigentlich schon eine Aufgabe hinzufügen. Machen wir mal noch nicht. Wir setzen hierhin eine Richtung, hier eine... machen wir sie hierhin? Ja, wir machen sie hierhin. Hier die Lagereinheit. Und... hier bauen wir eine Dusche und hier bauen wir eine Toilette. So. Dich werden wir... Mist. Okay, dich müssen wir hier ranziehen. Dann müssen wir dich hier ranziehen. Okay, das ist irgendwie... Uiuiui. Ich sehe schon, das wird nicht schön. Aber wir können auf jeden Fall schon mal. Hier ist ein Solarpanel, das schließen wir mal kurz an. Dass wir hier zumindest das bisschen, das sind 3 Kilowatt, das ist doch schon mal. Das ist zumindest nicht nichts. Müssen wir nutzen. Und hier haben wir einen Partikelsammler, der uns hilft, Eisen, Stahl etc. zu finden. Okay, hier liegen namenlose Roboter rum. So. Ja, schauen wir mal kurz zu, wie das hier gebaut wird. So, die Dusche braucht noch Wasser. Dann läuft die auch. Und die Toilette wird, wenn sie gebaut ist, auch brauchen. So, was ist hier? Handwerkstisch nicht konfiguriert. Ach so, ja, stimmt, ist nicht konfiguriert. Das ist korrekt, weil wir wollen erstmal aufräumen.
Wir wollen erstmal aufräumen und gucken, was wir überhaupt haben, um uns etwas fehlt. So, die Dusche ist fertig. Jetzt wird noch die Toilette fertig. Und dann haben wir die nächste Quest geschafft. Der Lou, hi. Hi, schön, dass du da bist. Ja, ich war sehr gehypt auf dieses Spiel. So. Damit haben wir abgeschlossene Mission, stelle Hygieneeinrichtung zur Verfügung, 3 Phytodatoiden und 3-mal biotischer Datoid. Okay. Das ist doch schon mal was. Und Leute, damit sind wir am Ende einer Folge. Für die Leute, die gerade live zuschauen, es kommt jetzt ein Abspann. Rennt mir bitte nicht weg. Wir sehen uns gleich wieder auf der anderen Seite. Hallo Mario.